Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie man Dateien und Ordner anlegen, kopieren, verschieben und löschen kann. Das machen wir jetzt hier unter Windows 10. Ich habe hier den Windows Explorer gestartet und den Windows Explorer startet man, indem man hier auf das Startmenü geht, rechte Maustaste Explorer oder wiederum über das Startmenü, man tippt ein Explorer, wähle hier nicht den Internet Explorer, sondern diesen Explorer. Und der Explorer wird dann schon gestartet. Wir haben ihn hier auch schon. Und ich kann dann hier in sehr bequemer Art und Weise dann mit diesem Explorer arbeiten. Als erstes empfehle ich dir, hier oben einmal herzuschauen. Man hat hier mehrere Registerkarten. Da kann ich einfach hier so durchklicken mit der Maus. Und ich würde hier auf Ansicht gehen. Und würde dann Details mir mal anschauen. Und schauen, was sich hier unten ändert in der Darstellung. Bei Details bekommt man eine besonders genaue Darstellung aller Inhalte. Was mir fehlt, ist aber hier noch die sogenannte Dateinamenerweiterung. Also hier steht nur 1, 2, 3, A1 und W. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel hergehen würde und eine neue Datei erstellen würde, das wollen wir auch machen, gehe hier auf Neu, wähle dann hier zum Beispiel, was wollen wir machen, neues Microsoft Word Dokument und wähle dann hier als Dateinamen dann 1 aus. Dann sieht man schon, ich habe hier ein Dokument und hier ein Dokument. Ich kann es aber nur dann unterscheiden, wenn ich hier mir den Typ anschaue. Noch weitere Informationen bekommt man, wenn man hier auf Ansicht geht und auf Dateinamenerweiterung das Häkchen setzt. Und dann bekomme ich hier dann auch noch die sogenannte Dateinamenerweiterung. Jede Art von Datei hat eine bestimmte Dateinamenerweiterung. Word-Dokumente haben jetzt hier DocX zum Beispiel. Textdokumente, reine Textdokumente haben .txt und so weiter und so fort. Jetzt kommen wir aber zum Arbeiten mit diesen Dateien und Ordnern. Wie lege ich einen neuen Ordner an? Einen neuen Ordner lege ich an, entweder mit der rechten Maustaste und neu. Ich habe vorhin schon neu verwendet. Klicke hier auf Ordner. Wähle hier das Dateinamen zum Beispiel C. Ich tippe also C ein und drücke Enter. Oder ich gehe hier im Bereich Start. Habe hier ebenfalls Möglichkeiten, etwas auszuwählen und wähle hier neue Ordner. Und den Ordner, den ich jetzt hier erstellt habe, wähle ich einmal D. Drücke wieder Enter. Dann kann ich Dateien natürlich auch löschen. Nehmen wir an, ich lösche hier, was löschen wir denn hier? Ich lösche hier diese Datei, rechte Maustaste, wähle mir den Eintrag löschen aus oder ich wähle mir die Datei aus, wähle hier löschen aus und die Datei ist gelöscht. Ich kann dann auch darüber hinaus natürlich, wie wir vorhin schon gesehen haben, wieder eine neue Datei erstellen. Ich gehe auf Neu und wähle jetzt in dem Fall ein Textdokument aus. Klicke hier 4. Ich kann jetzt diese Datei, könnte ich jetzt hier zum Beispiel auch kopieren. Rechte Maustaste. Kopieren. Gehe dann in einen anderen Ordner hinein mit einem Doppelklick, in diesen Ordner D zum Beispiel. Rechte Maustaste einfügen. Habe jetzt hier in diesem Ordner D diese Datei 4.txt, wenn ich herausgehe, habe ich auch hier noch diese Datei. Ich habe sie also kopiert. Ich kann aber auch eine Datei ausschneiden. Wenn ich jetzt hierher gehe, rechte Maustaste ausschneiden, schaut das hier ein bisschen hell aus. Wenn ich jetzt hier hineingehe, in C, rechte Maustaste einfügen, dann habe ich hier diese Datei, die ich ausgeschnitten habe, habe sie aber hier jetzt nicht mehr. Das heißt, mit Ausschneiden verschwindet sie dann tatsächlich an der Stelle. Dann, wenn ich sie an einer anderen Stelle wieder eingefügt habe. Ich kann aber auch eine Datei verschieben. Das hat eine ähnliche Auswirkung wie dieses Ausschneiden, späteres Einfügen. Wenn ich jetzt hier sie nehme, drücke die linke Maustaste, ich lasse sie gedrückt, ziehe sie jetzt auf einen anderen Ordner, zum Beispiel B, lasse sie hier los, schaue hier nach, hier ist sie jetzt, wenn ich wieder herausgehe, ist sie hier dann nicht mehr. Ich habe sie also dann dementsprechend dann verschoben. Und in dieser Form kann ich natürlich dann auch hier die Dateien löschen, verschieben. Und das Ganze natürlich jetzt nicht nur innerhalb dieses einen Ordners, sondern ich kann dann zum Beispiel auch zu einer Festplatte gehen und könnte sie hier in einen Ordner übertragen. Könnte sie dorthin kopieren. Oder ich könnte einen USB-Stick einstecken und könnte dann ebenfalls eine Datei, die ich hier erstellt habe, kopieren und dann auf dem USB-Stick, den ich eingesteckt habe und der dann hier erscheinen würde, dann auch einfügen. Danke für deine Aufmerksamkeit.